Vote for Prinzessin Anna Schön! Vote for Prinzessin Anna Schön! Schlabberdiwix und Schlabberdiment! Leute, habt ihr schon abgestimmt für unsere wunderbare Prinzessin Anna Schön, damit sie neue bayerische Bierkönigin wird? Ah, jubidu, dann gibt es nur noch Bier bei uns hier im Kasperland. Ich freue mich so. Vote for Prinzessin Anna Schön! Vote for Prinzessin Anna Schön! Sogar die Opposition vom König hat dieses Mal zum ersten Mal Werbung für die Prinzessin gemacht. Mei, bei der Prinzessin Anna Schön schmilzt jedem das Herz. Deswegen haben die mit einer Eisaktion auch Werbung gemacht. Ja, die haben das ein bisschen missverstanden, gell? Denn die Prinzessin Anna Schön ist ja eine Bierprinzessin und keine Eisprinzessin. Egal, es gab eine Kugel Eis für jeden hier in der Kasperlstadt. Auch für die Prinzessin eine Kugel Eis. Ja, das hat man absichtlich gemacht. Ja, nicht zwei oder drei oder einen ganzen Eisbecher. Nein, nicht aus Geiz, sondern damit die Prinzessin nicht noch dick wird, so kurz vor der Wahl. Ja, ja, der König ist natürlich viel schlauer als die Opposition. Der hat jetzt ein Bier brauen lassen. Das ist ja auch viel naheliegender. Einen Prinzessinnenbock und alle hier im Kasperland zum Bieranstich eingeladen. Und der Seppel, stellt euch vor, der Seppel darf die Fastenrede halten. Der ist ja schon ganz aufgeregt, der hat sowas ja noch nie gemacht. So, jetzt müssen wir alle zusammenhelfen, damit Anna Schön gewinnt. Weil die Konkurrenz schläft nicht. Ich hab gehört, der böse Zauberer Donnerblitz will unbedingt, dass sein einäugiges Krokodil Bierkönigin wird. Der schreckt vor nichts zurück. Prinzessin Anna Schön muss einfach gewinnen. Da müsst ihr jetzt alle mithelfen. Ruft's mal alle ganz laut mit mir. Vote vor Prinzessin Anna Schön. Vote vor Prinzessin Anna Schön. Und ich gehe jetzt den Seppel suchen. Der braucht bestimmt Unterstützung bei seiner Fastenrede. Vote vor Prinzessin Anna Schön. Vote vor Prinzessin Anna Schön. Ah, ja, jetzt genau. Jetzt, wie war jetzt das? Wie geht jetzt das genau? Ach. Herrschaftszeiten, so ein Ratgeber, ach Gott, das ist vielleicht ein Drum. Dabei hieß es, wie werde ich Fastenredner in 10 Minuten? Ja, geh weiter, das ist so, da ist ein Ratgeber für Laien, habe ich mir besucht, gell, weil ich darf jetzt zum ersten Mal diese Fastenrede halten, ich bin ja schon ganz aufgeregt. Ja, da muss ich jetzt einmal nachblättern, worum geht's denn da eigentlich? Ah, als erstes brauche ich eine Mönchskutte. Ja, das ist einfach, da kann mir bestimmt die Großmutter aushelfen, die hat ja manchmal so Sachen an, gell? Wobei, jetzt, das ist blöd, die Großmutter, die ist mit der Gretel doch gerade unterwegs, die sammeln gerade den Müll ein in der Kasperlstadt. Ja, mei, weil ja so ein paar Deppen ihren Müll einfach überall hinschmeißen müssen und jetzt müssen halt andere los und den einsammeln. Ich meine, das ist sehr löblich von der Großmutter, ja, und der Gretel nur, jetzt ich... Ich hoffe jetzt halt, die kommen rechtzeitig zurück, damit das mit der Kutte halt klappt. Weil wenn ich nichts zum Anziehen habe, so wie geht jetzt das los, wie ist dieser Ratgeber, vielleicht fange ich mal vorne an, am besten da. Begrüßung. Ja, Begrüßung, das ist einfach, ja, Liebe. Ja, wer denn, Liebe, wie redet man denn an König und seine Gefolgschaft an? Vielleicht mit Prost, ja. Prost, Prost, das geht immer. Liebe Mittrinker und Mittrinkerinnen, ja, es geht ja schließlich um ein Bierfest, gell? Also, liebe Prost, am besten ja Prost, ich glaube, Prost reicht aus. Ja, da weiß jeder, was los ist und jeder fühlt sich angesprochen. Okay, Begrüßung, die habe ich jetzt, schauen wir mal nach, was ist denn jetzt da, was kommt als nächstes? Aha, aha, den Bürgermeister sofort beleidigen. Ich kann doch nicht unseren Bürgermeister beleidigen, das geht doch nicht, was der ja alles tut für uns da in der Kasperlstadt. Ich weiß jetzt zwar nicht ganz genau, was er tut, aber das ist ja auch egal. Hauptsache, der ist da und tut was oder tut auch so, als ob er was tut, auch wenn er vielleicht nichts tut. Dann tut er nämlich auch was, nämlich nichts. Aber das stimmt ja gar nicht, der tut wahnsinnig viel hier, der hat jetzt ganz alleine die Nachbargemeinde verklagt, damit wir hier in der Kasperlstadt unsere frische Luft behalten. Ja, und wenn ich den jetzt beleidige, dann ist doch der erst recht beleidigt. Und dann zieht der vielleicht die Klage zurück und dann ist aus und vorbei mit der frischen Luft.
Die hat immerhin, stellt euch das einmal vor, 7 Videobotschen aufgenommen letztes Jahr. Videobotschaften, um uns da Mut zu machen. 7 auf einen Streich, wie das tapfere Schneiderlein. Der war schon ein richtiger YouTuber, ja? Man hat ja gehofft, dass ihn Hollywood entdeckt, aber, also die Opposition hat es gehofft, aber das ist jetzt nichts geworden, jetzt ist er halt einfach da geblieben. Ja, mei, so ein Bürgermeister, der gehört doch mal so zum Kasperland, ja, wie der Kirchturm zur Kirche. Apropos, da habe ich was auch gelesen, Moment, was war jetzt da mit dem Pfarrer, habe ich was gelesen, was war jetzt das mit dem Pfarrer, Moment. Ah, da steht's, der Pfarrer muss auch sein Fett wegkriegen. Wie soll jetzt das gehen? Der ist doch eh schon so mager und der andere auch. Ja, der ist doch, da ist doch gar nichts mehr dran. Und wenn das bisschen Fett noch weggeht, dann ist der ganze Pfarrer weg. Dann haben wir quasi, da wird der quasi zu seinem eigenen Heiligen Geist. Also beide, der evangelische und der katholische. Dann haben wir im Kasperland 2 heilige Geister. Das ist allerdings eine Sensation. Prost, da könnt ihr mal drauf anstoßen. Prost, da lässt sich doch was draus machen. Ah ja. So, geh mal her. Ich hau's mal ganz hinten nach, da sind wir dann schneller fertig. Da, das ist jetzt interessant, auf Missstände hinweisen. Missstände bei uns in der Kasperlstadt, ja, da gibt's doch keine Missstände, weil wenn es da Missstände geben wird, dann wird sich ja einer drum kümmern und nachdem sich niemand kümmert, gibt's auch keine Missstände. Das ist doch irgendwie logisch. Und von wegen, bei uns, da kann man jetzt kostenlos, also wenn man zuerst das Bayern-Ticket gekauft hat, ja, dann kann man kostenlos durch unsere Kasperlstadt fahren mit U-Bahn, S-Bahn und Trambahn. Das ist eine super Idee, denn es gibt hier keine U-Bahn, keine S-Bahn und keine Trambahn. Aber es gäbe halt noch die Fuchstalbahn, die aber auch nicht gebaut wird, weswegen man dann auch nicht mit ihr fahren kann. Also das heißt doch jetzt muss da ganz schnell ganz viel Geld ausgegeben werden, damit das alles gebaut werden kann, damit man dann kostenlos mit dem Ticket fahren kann, das man sich ja vorher gekauft hat. Ah, ich freue mich schon auf die erste, also auf die eine Station U-Bahn. Die Kasperlstadt ist ja jetzt nicht groß, da bist du gleich durch. Und die S-Bahn, die hält gar nicht. Die Trambahn vielleicht 2-mal. Die Fuchstalbahn wäre das einzig Sinnvolle, die gibt es aber nicht. Ich meine, die heißt ja auch viel schöner. Ach so, mit dem Stadtbus, natürlich mit dem Stadtbus, hätte ich jetzt vergessen, kann man fahren. Aber ja, mei, der Stadtbus, der fährt so selten, da kann man gleich zu Fuß gehen und das kostet dann halt auch nichts. Also wird doch was getan bei uns, oder? Das kann man jetzt doch nicht sagen, dass es da Missstände gibt. Ich verstehe das gar nicht. Und alle verstehen sich hier politisch so gut. Weil wenn es dem einen in der einen Partei zu langweilig wird, geht man halt in die andere. Und wenn es dann da auch nichts geht, dann geht man halt wieder zurück. Oder man beschließt zu heiraten. Das finde ich eine gute Idee. Mit der Partei ist ja wie mit der Heirat. Da entscheidet man sich spontan und heiratet. Und dann stellt man halt fest, nach 6 Wochen, ah, das war jetzt doch nichts. Dann wechselt man halt den Partner oder meldet sich gleich bei Love Island an, ja. Das hat die Hexe bei uns gegründet, da im Wald. Love Island, ja. Also bei der Partei geht es jetzt einfacher. Da muss man sich nicht erst scheiden lassen. Da tritt man einfach aus und wieder ein und wieder aus und wieder ein. Und der Pfarrer hat auch nichts dagegen. Manche Leute sind halt doch sehr wankelmütig, gell? Das ist aber nicht schlimm. Ach, das ist doch kein Missstand. Ach, das ist schon anstrengend mit so einer Fastenrede. Ja, vielleicht meinen die ja auch Missstände. Ja, Missstände, oh, die hätten wir jetzt beim Huberbauern und beim Meier und beim Müllerbauern. Und ich bin schon ganz erschöpft von diesem vielen Üben. Jetzt, ich habe einmal gehört, wenn man sich da, kann man sich auch einfach ins Buch neilegen. Und wenn man sich da neilegt und dann, wenn man so ein bisschen vor sich hin träumt, dann, wenn man ein bisschen Glück hat, träumt einem diese Fastenrede. Ah, ich bin ja auch schon so müde. Ah, ich kann mich jetzt da gleich ein bisschen da mal ins Buch neilegen. Vielleicht klappt es ja.
Schlangenfuß und Hexenkraut. Jetzt stell dich nicht so an, Krokodil. Komm, du wirst neue Bierkönigin und fertig aus. Oh no, Meister, no, no, no. Ich nicht Bierkönigin. Ich komme aus einer französischen Dynastie. Ich Champagnerkönigin, wenn überhaupt. No, du wirst jetzt Bierkönigin. Stell dich nicht an. Ich muss an dieses Bier rankommen. Dem Prinzessinnenbock sagt man Wunderwirkung nach. Ich versetze das ganze Kasperland, ach was, ganz Bayern in ein einziges Delirium. Ha, und dann sperre ich alle ins Verlies, sozusagen ein richtiger Lockdown wird das. Und gleich, am besten danach, alle auf den Scheiterhaufen. Damit kennen wir uns hier ja am besten aus. Und dann, Krokodil, herrsche ich alleine hier im Kasperland. Oh no, Meister, keine Widerrede, du passt jetzt auf, ja? Und du kümmerst dich um deine Optik lieber. Aber no, 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 ohne Untertanen, du kannst doch niemanden regieren. Ach, das sind doch Details, Krokodil. Ach, ha, da ist ja schon der Seppel. Ah, weißt du was, Krokodil, am ersten nehmen wir ihm diesen Ratgeber weg. Dann sind wir den schon mal los. Ohne Rede auch kein Seppel. Du passt jetzt auf ihn auf und ich schnappe mir lieber die Prinzessin Anna schön, vorsichtshalber, weil wenn die gar nicht erst zur Wahl antritt, gewinnst du automatisch. Und nun, Meister, Schluss jetzt, du passt hier auf und wenn der lästige Kasperl kommt, dann weißt du, was du zu tun hast. Schlangenfuß und Hexenkraut, alles muss man hier selber machen. Oh no, 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 oh, ich will nicht werden Bierkönigin, no. Was mache ich bloß? Das ist ja schrecklich. Oh, ich bin eine sehr intellektuell gebildete Krokodil. Oh, das Buch riecht aber sehr gut. Oh, ich habe heute noch nicht gegessen. Vielleicht ich kann noch eine kleine Imbiss nehmen. Oh, oh, das schmeckt gut. Das ist eine sehr gute Sache. Oh, oh weh, und ich und Bergkönigin, oh no, das hat gut geschmeckt. Oh, und der Seppel schläft auch noch. Ach, da kann ich mich doch dazulegen, da passiert jetzt nichts. Oh, ich habe keine Lust auf Menschenfleisch, oh nein, ich esse lieber Bücher. Oh, da werde ich jetzt auch ein bisschen schlafen. Seppel, Seppel, wo bist du denn? Seppel, Vot vor Prinzessin Anna schön. Leute, was ist denn hier los? Der Seppel und das Krokodil, einheitlich, schlafen beide hier gemütlich. Das geht doch nicht. Da muss ich jetzt schnell mal den Seppel aufwecken. Seppel, Seppel, pscht, Seppel, 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 pscht. Kasperl, hast du mir jetzt erschreckt? Seppel, Vorsicht, pass auf, das Krokodil. Der Herrschaftszeiten, Kasperl, das habe ich gar nicht gesehen. Wir müssen das verschwinden lassen. Ja, der böse, böse Zauberer Donnerblitz will es doch zur Bierkönigin machen. Ja, geh weiter, was machen wir denn? Wir werfen es in den Fluss, am besten beim Burggraben. Ach, Kasperl, das ist doch ein Schmarrn. Das kann doch schwimmen. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir setzen es mit dem Bayern-Ticket in den Zug und dann kannst du durch Bayern fahren und bis es wiederkommt, dann ist die Wahl rum, weil das Ticket, das gilt ja den ganzen Tag und das fährt da jeder ab. Seppel, du bist genial. Das ist eine Idee, Kinder, oder? Leute, das machen wir. Okay, jetzt pass auf, jetzt packst du hinten an, ich pack vorne an und hau ruck. Shh, leise, leise, leise. Leise, schnell, 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 schnell. Weg, komm. Schlangenfuß und Hexenkraut. Jetzt hör auf zu jammern. Nein, 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 Herr Zauberer, bitte meine Haare, mein Kleid. Ich muss doch schön sein. Es hat sich ausgeschönt. Mit dem Fetzen, den du da anhast, gewinnst du sowieso nicht. Ich wollte mich doch gerade umziehen. Pech, mein Krokodil wird Bierkönigin und dich sperre ich so lange ein. Wo ist denn dieses verdammte Krokodil? Leute, habt ihr mein Krokodil gesehen? Ach, dieses dumme Krokodil, der Seppel ist auch weg. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Pech gehabt, Prinzessin. Da verwandle ich dich jetzt eben in ein Krokodil. Und dann kannst du für mich antreten. Das ist überhaupt ein genialer Plan. Nein, bitte, bitte nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schlangenfuß und Hexenstiel. Verendrich schnell, verendrich viel. Werde jetzt zum Krokodil. Sabradie und Sabbediment. Hexenkraut und Schlangenfuß, was ist denn jetzt passiert?
Herrschaftszeiten, jetzt habe ich die Prinzessin in einen Bierkrug verwandelt. Ach, da ist was schief gegangen. Ja, ich habe mich doch nicht mehr so genau erinnert an diesen Zauberspruch. Hilfe, Hilfe, sei ruhig. Herrschaftszeiten, jetzt muss ich das Krokodil doch noch suchen. Ach, dich lasse ich am besten hier, da besteht jetzt keine Gefahr. Denn erst, wenn Prinzessinnen Bock in den Krug geflossen, wirst du dich wieder zurückverwandeln. Und ha, hier kommt niemand auf die Idee, Bier auszuschenken mitten im Wald. Okay, ich muss mal mein Krokodil suchen. Krokodil, alles muss man selber machen, dieses dämliche Vieh. Hilfe, 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 warum hilft mir niemand? Hilfe, Hilfe. Schlabbeldibix und Schlabbeldibinzeppel. Juhu, wir haben es geschafft. Das Krokodil fährt jetzt durchs Kasperla. Was ist denn das? Wer hat denn da diesen wunderschönen Krug abgestellt? Ja, Schlabberdibix und Schlabberdimenk, was die Leute alles so abstellen im Wald, gell? Hilfe, Hilfe! Seppel, hast du das auch gehört? Ich? Na, ich hab nichts gehört. Was denn? Hilfe, Hilfe, Kasperl, Seppel, hier bin ich! Ja, hast du das nicht gehört, Seppel? Da schreit doch jemand Hilfe! Oh, das? Nein, weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Du Kasperli, glaub, das kommt da aus dem Krug? Was? Hallo, schöne Prinzessin, bist du in unserem Krug? Ja, Kasperl, ich bin's. Der böse Zauberer Donnerblitz hat mich verzaubert, hat mich verwandelt. Ach, Herr Jemini, das ist ja wirklich saublöd. Du hast nur noch 2-3 Tage bis zu der Wahl. Wir müssen doch mit dir ins Brauhaus, mit die Leute für dich voten. Ja, was soll ich denn machen? Es muss unbedingt Prinzessinnenbock in den Krug. Dann werde ich wieder Prinzessin Anna schön. Kinder, Leute, das ist eine super Idee. Weißt du was? Wir schaffen den Krug jetzt einfach schon mal ins Brauhaus und dann lassen wir da einen Prinzessinnenbock reinlaufen und dann haben wir unsere wunderschöne Prinzessin wieder. Ist das eine gute Idee? Ja, Prost, Seppel. Prost, 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 sag ich da, Kasperl. Komm her. Oh, sag einmal, die Prinzessin, die ist aber ganz schön schwer. Geh, Kasperl, nein, das ist der Krug. Ja, geh weiter, ich weiß nicht, vielleicht, hallo. Ach, das ist, schaffen wir nie, Seppel. Ja, vielleicht kann uns einer mal helfen. Hallo, ist da wer? Kann uns einer mal helfen? Ha, super, super, juhu, auf ins Brauhaus. Vote vor Prinzessin Anna schön. Herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und ich gehe jetzt wählen.